Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin hier direkt am Schlern. Ich blende euch mal ein, was ich hier sehe. Guten Morgen, Schlern. Es ist echt kalt. Die Scheibe ist beschlagen von außen. Oder es ist Frost. Ich habe hier die Nacht auf 1800 Metern verbracht und es ist so kalt. Es ist ja September und tagsüber sind 26 Grad. Aber die Scheiben sind echt gefroren. Ups, jetzt wurde ich unterbrochen. Also es ist so kalt. Ich bin froh, dass ich echt dicke Decken dabei habe. Die Sonne scheint aber jetzt schon. Ich warte, dass das Auto warm wird. Es ist ja schwarz, also voll praktisch in solchen Situationen. Und ich wurde gerade unterbrochen. Es hat an der Scheibe geklopft. Ich stehe hier auf einem Parkplatz, wo man eigentlich nicht stehen darf. Aber ich habe bei Park4Night gelesen, dass man tatsächlich geduldet ist. Einfach wird morgens am Auto geklopft und die Parkgebühr angefordert. Das kostet hier 20 Euro für, also von 8 bis 17 Uhr. Und danach ist hier niemand mehr. Eigentlich Parkverbot. Aber es wird halt geduldet. Ich habe es drauf ankommen lassen. Darum hat es eben an meiner Scheibe geklopft. Ich habe einfach den 20er rausgehalten und habe jetzt mein Ticket bekommen. Mein Parkticket und tatsächlich noch eine Wanderkarte. Ja, es soll heute nämlich auf den Schlern gehen. Ich will von hier aus, von der Seiseralm, auf den Schlern wandern. Über den Schlern rüber zur Thierser Hütte. Und dann wieder zurück zur Seisealm. Ich freue mich schon richtig. Die Tour will ich schon so lange machen. Und als ich das letzte Mal hier war, da war so schlechtes Wetter. Da war Gewitter oben am Schlernhaus. Da sind wir einfach nur wieder runtergegangen. Aber heute geht's los. Nur muss das Auto warm werden, dass ich unter meine Decke hervorkriechen kann. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen. Fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Citroën Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein und viel Spaß beim heutigen Video. Ist das nicht ein herrlicher Ausblick direkt auf den Schlern? Und da geht's jetzt hoch. 600 Höhenmeter hoch und 600 Höhenmeter wieder runter. So, ich zeige euch noch mal, wo ich gestanden habe hier. Da will ich hoch. Da habe ich auch direkt übernachtet. Und hier ist es so schön. Schaut doch mal. Ich gehe jetzt los. Hört ihr die Kühe? Hier ist auch bald Almabtrieb, aber ich wollte euch noch mal das Panorama zeigen. Hier stehen die Milchkübel schon bereit zum Abholen. Tatsächlich hat es da oben schon geschneit. Das sieht ja aus wie im Bilderbuch, oder? Das ist die Ritzschweige, da bin ich jetzt dran vorbeigelaufen. Und ihr hört, ich puste schon. Jetzt geht's hier weiter. Wir müssen praktisch dahinter sind Felsen, da müssen wir hoch und wieder ein kleines Stück runter. Dann sind wir schon mal an der Thierser Hütte. Und dann müssen wir noch zum Schlernhaus zurück. Eine Nacht in der Hütte wäre schon nicht schlecht.
Und der Ausblick wäre dieser. Genial. Ei, ei, ei. Da müssen wir hoch. Diese beeindruckenden Felsen sind übrigens der Langkowel mit 3181 Metern Höhe und das ist der Plattkowel mit 2955 Metern Höhe. Nicht wirklich, oder? Kennt ihr das, wenn der Schnürsenkel auf ist, hier nichts zum Fuß rauftreten ist und der Rucksack auf dem Rücken so schwer ist? Ich hab echt keine Lust, mich zu bücken. Kann mich mal einer kneifen? Wie schön kann bitte unsere Welt sein? Herrlich, oder? Also das Einzige, was ich nicht so schön finde, ist das. Aber ich will auch Skifahren im Winter. Sieht halt kacke aus, aber was will man machen? Ich sehe schon den Weg. Seht ihr das Auto da? Da müssen wir lang. Und dann da hoch. Dahinter ist die Thierser Hütte. Und dann geht's oben entlang. Bis zum Schlernhaus oder bis zum Schlern-Gipfelkreuz? Sieht man das von hier? Nicht wirklich. Und dann geht's da wieder runter zu Benner. Ich kenne die tatsächlich nur in Weiß. Ach, hier steht's endlich dran. Thierser Alb. Ich bin auf dem richtigen Weg. Da geht's lang. Ah, ein Speicher. Die hat ja Cassie so sehr geliebt. Sie wäre begeistert hier. Die beiden habe ich euch vorhin schon gezeigt. Und dann geht's weiter nach links. Da ist die Sellergruppe und da hinten, da ist Wolkenstein. Den habe ich immer als den kühlsten Ort hier empfunden. Und wer diesen Ausblick auch mal genießen möchte, der kann sich hier im Hotel Goldknopf niederlassen. Es sieht sehr gut aus. Ich kann euch nichts empfehlen. Keine Ahnung, war hier noch nie. Aber der Ausblick ist grandios. Hier wird gerade ein Kälbchen beladen. Ich mag gar nicht dran denken, was damit passiert. Ich hoffe, es wird verkauft und bekommt ein gutes Zuhause. Die Mama ruft es hier die ganze Zeit. Die ist bestimmt traurig. Anderthalb Stunden noch da lang. Ich werde das Ding überqueren müssen. Jetzt wird's interessanter hier. Ob ich mir das richtig gut überlegt habe, da geht der Weg da dann so quer hoch. Ich kann nicht mehr. Hier muss ich hoch. Da im Zickzack. Und dann da. Seht ihr die Serpentinen? Ich bin K.O. Schaut mal da hinten. Mega schön. Alles schon weiß. Jetzt sehe
ich das erst. Das ist ja wie eine Völkerwanderung. Bis ganz hoch. Da ist das Schlernhaus. Das ist praktisch unser Ziel. Vielleicht noch das Gipfelkreuz vom Schlern. Hier wird gerade der Weg neu gemacht. Jedenfalls wird hier ganz, ganz fleißig gearbeitet. Dankeschön. Danke, dass ihr für uns den Weg macht. Hallo. Hallo. Hier liegen die Stufen und so sieht's dann aus. Ich sag's euch, ich hab's gleich geschafft. Yippie! Von da unten kommen wir. Hier war gerade ein Künstler am Werk. Es riecht noch nach Holz. Der sitzt da und bindet sich gerade die Schuhe. Genial, oder? Geht's noch? Es ist einfach unbeschreiblich. Da um die Ecke muss die Thierse Alb sein. So, jetzt nehme ich euch mal mit hier an die Ecke. Weiter geht's. Ich hoffe ja, dass ich einen leckeren Latte Macchiato finde. Alle, die hier hochkommen, sagen erstmal, wow. Da oben habe ich übrigens auch gestanden, wo der steht. Jetzt kommt die Bergwacht. Ups, da sind wir ja schon. So, dann schauen wir mal, was es hier Leckeres gibt. Ich lese gar nicht weiter, ich nehme einfach hier die Spezialität des Hauses, Thierser Albteller. So, jetzt mache ich es mir hier richtig gemütlich. Ich habe einen Thierser Albteller bestellt und einen Latte Macchiato. Und danach wandere ich 1,5 Stunden zum Schlernhaus und dann wieder 2,5 Stunden nach unten. Also das wird eine Big Tour heute. So, jetzt da ist er. Dann Appetit. Sieht die Schutzhütte von innen aus. Hier kann man nach oben. Aber wo ich eigentlich hin wollte, das war da. Da. Und weiter geht's. Jetzt geht's hier lang über den Grat des Schlerns bis zum Schlernhaus. 1,5 Stunden Wegzeit. Übrigens, den Thierser Teller kann ich nicht empfehlen. Es war Tomate Mozzarella, das war okay, aber was da drunter war, konnte ich leider nicht identifizieren. Irgendwie was mit Grieß oder keine Ahnung. Aber muss ich nicht nochmal haben. Wow, was für krasse Felsen. Und dann dieses kleine Haus da oben. Seht ihr es? Ups. Schlernhaus. 1:40. Das ist ja noch ganz schön lange. Hier über den Buckel rüber. Erst gehe ich runter, dann gehe ich wieder hoch. Hallo? Kann mich mal bitte jemand kneifen? Wie schön das hier ist.
Da ist die Hütte. So, und jetzt geht es hier weiter. Und es sieht fast so aus, als ob ich da wieder hochkraxeln muss. Ich hab's ja gesagt. Genau da muss ich wieder hochkraxeln. Denn da sehe ich gerade Menschen. Also ich muss hier wieder Serpentin bis nach oben. Das sieht ja echt fast noch steiler aus, als es eben war. Also ich kann euch sagen, ich habe tatsächlich die Wanderung etwas unterschätzt, besser gesagt. Aber dadurch, dass ich gute Trittsicherheit habe generell, ist es kein Problem. Aber wer da nicht so ganz sicher ist, der sollte hier nicht wandern. Weil es ist stellenweise echt steil. Da ist die Hütte. Das hat jetzt nicht allzu lange gedauert, weil es bergab ging. Und hier ist jetzt tatsächlich eine Passage mit einer Treppe. Erstmal, dass ich in der Wildnis ein Edelweiß sehe. Oh, ich bin tatsächlich echt gespannt, was sich hinter dieser Ecke verbirgt. Bitte nicht mehr berghoch. Es reicht. Ich bin jetzt schon fast höher wie die Hütte, die war 2400. Die Schlernhütte ist 2500. Aber ich bin ja hier noch runter und dann wieder hoch. Also schauen wir mal. Kommt mal mit. Lassen wir uns mal überraschen. Oh, ist eine große Kurve. Ach, jetzt geht's leicht. Seicht da oben. Oh, die letzten Kraxeln da. Da scheint irgendwo ein Nest zu sein. Übrigens, ich bin jetzt 2500 Meter hoch. Also dürfte ich da oben die Steigung geschafft haben. So sieht es also hinter der Kurve aus. Ich muss tatsächlich bis da oben hoch. Und dann bis dort, da ist das Schlernhaus. Das heißt, es sind noch sogar ein paar Höhenmeter mehr. Ich hoffe, ihr versteht mich. Ich wollte noch eine Empfehlung loswerden. Es ist eine Herzensempfehlung, keine bezahlte Partnerschaft. Und zwar, wenn ihr auch mal hier seid und euch sowas nicht alleine zutraut, schaut mal in die Videobeschreibung. Mein liebster Wanderführer wurde unten verlinkt. Es ist Günther, der wohnt hier in Kastelruth und er macht alles. Er macht Genusstouren, Höfetouren, er macht anspruchsvolle Touren, Hüttentouren, also ganz individuell auf euch angepasst, auch für Gruppen. Also ich kann ihn wirklich von ganzem Herzen empfehlen und würde mich freuen, wenn der eine oder andere bei ihm auch mal was bucht. Jetzt auf 2600 Metern Höhe, höher geht es jetzt nicht und wir verlassen die krassen schroffen Felsen jetzt hier, die bleiben hinter uns und jetzt geht es mit dieser Landschaft weiter, dort hinten bis zum Schlernhaus, dafür gibt es ein mega Panorama, da hinten zieht es sich ein bisschen zu in den Bergen. Das war jetzt erst eine halbe Stunde Weg und das soll jetzt noch mal eine Stunde sein. Okay. Schauen wir mal. Ja, perfekt passen. Dann bin ich um 3:30 da zur Kaffeezeit. Jetzt habe ich einen genialen Rundblick. Das ist Richtung Bozen. Das ist Richtung Schlern. Von oben sieht der ganz anders aus, ne? Und das ist hier die Seiseralm. Hier ist erstmal die ganze Seisealm zu sehen. Und Werner steht da hinten. Das ist also mein Weg gewesen. Hier dahinter den Felsen. Hoch, eine große Runde. Und ich kann euch am Ende ja mal sagen, wie viele Kilometer es waren. Bis jetzt sind es 10. Ich kann euch sagen, man denkt, es ist auf einer Höhe. Und jetzt bin ich schon wieder von 2,6. Von da
auf 2,3. Das heißt, 300 Höhenmeter nach unten muss ich auch wieder mindestens 300 Höhenmeter nach oben, weil da ist das Gipfelkreuz. Los geht's. Tada, das Sternhaus. Jetzt einen leckeren Latte Macchiato und was Süßes. Darauf freue ich mich. So, tada. Schlagsahne, Schokotörtchen, Latte Macchiato. Ich finde das Haus so schön. Würde gerne mal in so einer Hütte schlafen. Also diese Wandergruppe, die unterhält den ganzen Berg. Die schöne Hütte. Und jetzt geht's zum Endspurt. Und danach geht's nur noch bergab. Übrigens, kleiner Tipp, ihr müsst schneller sein als ich. Das Lernhaus macht schon um 15 Uhr zu. Ich hatte echt Glück, weil da eine Gruppe war. Darum war noch offen, aber normalerweise nur bis 15 Uhr. Gleich alles geschafft. Yeah. Yippie! Ich hab's geschafft. Fast 14 Kilometer bis hierher. Und jetzt noch runter. Das schaffe ich auch noch. Wow! Geil! So, Fotosession ist beendet. Jetzt setze ich noch meinen Rucksack auf. Und dann geht's den kompletten Weg wieder bergab. Drück mir mal die Daumen, dass es nicht so an den Zehen wehtut. Die Mandeln sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Da ist der Rosengarten. Hier liegt tatsächlich schon Schnee. Da, wo die Sonne nicht hinkommt. Hier muss ich jetzt den Weg zurückgehen und jetzt geht's aber hier weiter und gekommen bin ich von da. Hier sieht man noch mal schön den Rosengarten und da hinter diesem Grat ist die Tierserhütte. Huhu, Renna, ich komme. Jetzt wird's lustig hier, schaut mal. Ich muss jetzt hier bis ganz unten. Und dann wieder hoch. Es sind einfach Künstler. Ich habe heute gesehen, wie so eine Bank gemacht wird. Einfach mit der Kettensäge. Ich bin schon an der Baumgrenze. Juhu. Aber der Weg zieht sich da hinten. Da muss ich hin. Eieiei. Es ist inzwischen 19 Uhr. Ich laufe jetzt hier schon 2 Stunden. Jetzt geht es hier noch bergab. Dann zu dieser Alm dort und dann quer rüber über die Seisealm dort hinten zum Auto. Von da oben komme ich. Hier stand gerade ein Wegweiser, 1 Stunde 40. Ich habe 2 Stunden gebraucht, aber egal. Und jetzt stand an dem Wegweiser nach Kompatsch zur Seisealm auch wieder 1 Stunde 40. Also brauche ich ungefähr noch 2 Stunden. Jetzt ist 19 Uhr. 21 Uhr ist da schon dunkel. Schauen wir mal. Also das scheint eine Hangkuh zu sein. Oder eine Giraffe. Vielleicht war sie in ihrem ersten Leben eine Giraffe. Weil Kühe essen ja eigentlich nicht von Bäumen, oder? Eher so von dem Boden, vom Boden. Was ist das für eine Technik? Soll der Stein verhindern, dass da Wasser reinkommt? Oder wie? Oder was? Hier ist es bestimmt immer sehr feucht. Hallo, kann mal einer der Kuh sagen, dass sie aus meinem Weg gehen soll?
Hallo. Hallo Kuh. Das ist mein Weg. Du stehst da in meinem Weg. Kannst du dich woanders kratzen? Das ist doch mein Weg hier. Geh mal weg da. Ne? Geh mal weg da. Gibt's doch keinen anderen Weg. Boah! Da juckt es. Toll. Bleibe auf markierten Wegen. Jetzt geht's weg. Dunkel, ich muss hier durch. Ich könnte über das Tor hier klettern und über das, aber da sind auch wieder Kühe. Ah, sie ist weg, jetzt aber schnell. Ihr bleibt mal schön da stehen. Sie hat da voll ihr irgendwas nass gemacht. Also ein bisschen Angst habe ich ja schon. Die tun mir nichts, oder? Was hat die denn? Die hat was Gelbes. Und tschüss. Bleib da. Oh, gleich bin ich schon erstmal in der Zivilisation. Und schaut mal, wie schön es heute wieder aussieht, wenn die Sonne die Felsen anstrahlt. Die Sonne leuchtet den Fels an. Wow. Ach so, und zu meiner Frage von vorhin. Ja, ich bin im Dunkeln angekommen. Ich habe jetzt noch 2 Kilometer und es ist gleich dunkel. Ich sehe das Auto schon. Gleich, wir kommen. Ich bin da. Ich glaub's nicht. Ich bin da. Yippie. Wie schön. Schaut mal. Mit diesem schönen Sonnenuntergang beende ich mein Video heute. Hat es euch Spaß gemacht? Wir sind fast 30 Kilometer gelaufen. Und so 1500 Höhenmeter. Stolze Leistung. Ja, wenn es euch Spaß gemacht hat, dann Daumen hoch. Und wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt, einfach unten Kanal abonnieren, Glocke nicht vergessen. Und dann bis bald.